Oh, it's a living nightmare. I have been working with refugees for 20 years, but this is, you know, the worst catastrophe I've seen in 20 years. Poor refugees coming from different countries, it's with small children. It's a living nightmare. So we don't have beds. In this moment, for the refugees, we have only tents. And ASB, together with the German Federal Ministry for Foreign Affairs, would like to establish such conditions. That building, which will be adapted for 75 beds, on this grounding site, we will have new building with the possibility for additional 75 beds, with the dining room, with kitchen. Dass das alles ein bisschen viel ist für ein kleines Land wie Serbien, diese Hunderttausenden von Flüchtlingen, wenn auch nur zeitweise zu beherbergen, ist klar. Und deshalb sind wir hier, um den Flüchtlingen auch ein möglichst menschenwürdiges Leben auf ihrer Flucht zu ermöglichen. Jetzt kommt es darauf an, möglichst klug zu entscheiden, an welchen Stellen wir weiterarbeiten, weil 5.000, 6.000 Menschen werden erwartet, die den Winter hier auf jeden Fall verbringen werden. Und die müssen anständig unterkommen, wobei anständig ja schon ein sehr weiter Begriff ist. In Zelten im Winter zu wohnen, ist an der Grenze zu anständig, wenn man nichts Besseres hat. Das nicht gemeinsame Handeln in der EU wirkt sich eben auch hier aus, was die konkrete Hilfe angeht. Also wir hatten gerade eine Meldung aus der Turnhalle, aus der Sichtung der Turnhalle, Kalsiwaring 1, dass wir wohl wahrscheinlich einen Verdacht auf Tuberkulose haben. Und dem gehen wir jetzt gerade nach. Flüchtlinge, die über diese Route nach Deutschland kommen, werden über Erstaufnahmeeinrichtungen wie diese hier geschleust. Diese Notunterkünfte sind zwischengeschaltet. Eigentlich nur eine Parkplatzsituation, die nur schiebt, nur Zeit schafft. Wir starten grundsätzlich mit einer ersten In-Augenscheinnahme einer paramedizinischen. Wir können uns leider keine Notärzte rund um die Uhr leisten. Ärzte sind Mangelware. Wir machen es mit erfahrenen Rettungssanitätern und auch Assistenten. Alle werden entsprechend jetzt kurz gecheckt medizinisch auf die Basisparameter, Temperatur und ähnliche Geschichten. Und dann, wenn sie unbedenklich sind und als unbedenklich erscheinen, dann gehen sie weiter. Wir sind gut ausgelastet. Wir haben bis zu über 600 Sichtungen, Erstsichtungen am Tag in unserem Medical Center. Aber wir kommen inzwischen eigentlich in so einen professionellen Ablauf. Das funktioniert eigentlich ganz solide. Es ist ja so, dass wir im Moment jedenfalls etwas machen, was sonst üblicherweise gar nicht ansteht und wo auch keine Systeme für vorhanden sind. Und diese besondere Situation macht es halt notwendig, dass wir auch sehr pragmatisch und sehr zielführend Entscheidungen treffen und dass wir auch das eine oder andere entscheiden in Ungewissheit. Hilfsbereitschaft ist enorm. Ganz, ganz viele Menschen möchten helfen. Ob das jetzt irgendwie ehrenamtlich ist, dass sie sich halt engagieren möchten oder dass sie halt Sachspenden haben. Ganz viele Menschen möchten auch Sachen anbieten, Projekte irgendwie starten. Arminia Bielefeld zum Beispiel hat jetzt 500 Karten gespendet oder halt ein Reiterverein. Das ist halt ein Verein, die möchten halt irgendwie für Familien gerne was machen, beziehungsweise für die Kinder. Da sind wir jetzt auch gerade irgendwie im Gespräch, dass wir das Ganze umsetzen. Also Hilfsbereitschaft ist enorm und ja, müssen wir jetzt erstmal alles abarbeiten. Es waren Massen von Leuten, die hier plötzlich die Stadt erobert haben. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales war völlig überfordert. Da standen Hunderte von Leuten, die bedient werden wollten. Und man hat sich dann entschieden, die Sache etwas zu entschärfen, indem man die Leute versucht hat, in vorher teilweise beschlagnahmten Gebäuden unterzubringen. Wir kennen Schulen, wir kennen Turnhallen. Ein Gebäude dieser Größenordnung war eine neue Herausforderung, die sich der Katastrophenschutz unseres ASB hier in Berlin gestellt hat. Wir haben 6 Einrichtungen mit aufgebaut. Ich glaube, man kennt unsere Professionalität und unsere Möglichkeiten. Und ich habe ein buntes Helfermeer. Wenn die zusammenkommen, kann man etwas bewältigen.
Ich heiße Graf Nagwart und bin beruflich Krankenpfleger auf einer Intensivstation. Ich bin Martina Ziglowski und Büroangestellte. Ich heiße Christa Moskowitsch und arbeite als psychiatrische Krankenschwester. Mein Name ist Damir Mikscher, ich bin hauptberuflich bei Firma BMW beschäftigt. Mein Name ist Jane Kellern, arbeite als Zahnarzthelferin. Mein Name ist Gisela Ruschbler und ich bin Rentnerin. Mein Name ist Anke Poltersdorf und ich arbeite hauptamtlich im ASB im Bereich Ausbildung. All diese Dinge haben die Öffentlichkeit erreicht und ich glaube auch das Bundespräsidialamt. Ich habe Herrn Gauck eine Stunde durch dieses Objekt begleiten können. Das war kein Anstandsbesuch, sondern das war ehrliches Interesse. Das war, ich kümmere mich darum, ich gehöre dazu. Ich bin in Syrien geboren. Ich war 3 Jahre alt, als wir nach Deutschland gekommen sind. Wir sind damals aus politischen Gründen ebenfalls verfolgt worden. Und ich kann mich halt nur an so Bruchteilen irgendwie erinnern, dass wir damals auch illegal über Schleuser hierher gebracht wurden. Und wir sind in Deutschland geblieben, haben halt unseren deutschen Pass relativ schnell bekommen, haben ein eigenes Haus gebaut. Meine Eltern waren schon relativ früh berufstätig. Und wir sind alle 3 zur Schule gegangen, haben alle 3 studiert von meinen Geschwistern. Und wir können uns das halt nicht mehr woanders vorstellen. Also wir fühlen uns halt alle deutsch. Ich wünsche mir, dass die Hilfe nie aufhören wird und sich ganz schnell eine Perspektive für unsere Flüchtlinge irgendwie finden lässt. Ich würde schon hoffen, dass es wirklich wenig Menschen einfach gibt, wo es notwendig wird, dass geflüchtet werden muss. Und wenn geflüchtet werden muss, dass wir das gesellschaftlich hinbekommen, so akzeptabel wie möglich für alle zu gestalten. Es gibt viele Fragen, die die Politik lösen muss. Wenn der ASB dabei helfen kann, stehen wir gerne zur Verfügung. Personal wish, okay. People, you know, invest in some peace in the Middle East. Don't invest in fences. There is so much money on this planet. Please use it wisely, that's it. Aktion Deutschland hilft. Gemeinsam schneller helfen.